Hallo, liebe Märchenfans. Heute die Prinzessin aus alter Zeit, aus dem Buch Schweizer Volksmärchen. Es war einmal ein König, der hatte nur einen Sohn. Diesen hatte er so viel und so lange studieren lassen, dass kein Schulmeister ihm mehr etwas beibringen konnte. Der König lässt nun alles bekannt geben, was sein Sohn wusste, und bemerkt dazu, dass wer mehr wisse als sein Sohn Gian, der sollte sich bei ihm melden. Diese Ankündigung kommt auch in die Hände des Prinzen Gundi. Dieser meint, dass er jedenfalls 3 Worte mehr wisse, und er schreibt das dem König und setzt seine Anschrift dazu. Sofort schickt der König seinen Prinzen Gian zum Prinzen Gundi, um ihn diese 3 Worte lehren zu lassen. Es dauerte nicht lange, so wusste sie Gian. Nun gingen diese beiden Prinzen bald zum Zeitvertreib auf die Jagd. Bald betrachteten sie die Reichtümer und Kostbarkeiten im Schloss. So verging die Zeit und der festgesetzte Tag war herangekommen, an dem der Prinz Gian wieder nach Hause zurückkehren sollte. Prinz Gundi begleitete den Prinzen ein Stück weit. Doch dieser gibt unterwegs den Befehl, eine doppelläufige Pistole zu kaufen und diese in einem Sack zu verbergen. Und als nun Prinz Gundi nach Hause zurückkehren wollte, hat ihn Prinz Gion lange gebeten, doch noch ein Stück weit mit ihm zu kommen. Prinz Gundi ist daher bis in den Wald hinein mitgegangen und nun wendet er sich, um zurückzukehren. Plötzlich aber setzt ihm Prinz Gian eine geladene Pistole auf die Brust und sagt, »Entweder du kommst mit mir aufs Schloss oder ich schieße dich tot. Ach, mach, was du willst, ich liebe dich wie einen Bruder und was mein ist, soll auch dein sein und auch mein Vater soll dich als Sohn aufnehmen.« Gundi hat überlegt, es sei doch am Ende besser, mit Gian zu gehen, und er geht mit ihm also aufs Schloss. Gian sagt seinem Vater, was sie ausgemacht hätten, und der Vater war damit zufrieden. Eines Tages sagt der König zu den beiden Prinzen, sie dürfen überall im Schloss herumgehen und alle Gemächer anschauen. Nur ein bestimmtes Zimmer dürfen sie nie betreten. Er gehe unterdessen auf die Suche nach der Prinzessin aus alter Zeit. Er ging dann weit fort und die Prinzen sind im ganzen Schloss herumgegangen und sind dann auch vor das verbotene Zimmer gekommen. Der Schlüssel steckte im Schloss und Prinz Gian sagte, er wisse nicht, was es darin gäbe, dass sein Vater ihn nie sehen lassen wollte. »Wir gehen doch hinein«, sagte er ganz entschieden. Prinz Gundi sagte aber, sie seien verpflichtet, dem Vater gehorsam zu sein und wollte nicht ins Zimmer gehen. Aber schließlich wird Prinz Gian Meister und beide Prinzen gehen in das Zimmer. Da war gar nichts anderes als ein Tisch in der Mitte mit einem großen geöffneten Buch darauf. Die Prinzen beginnen zu blättern und neugierig sich mit dem Buch zu beschäftigen. Auf einmal steht der König vor ihnen und fragt, warum sie ihm nicht gehorsam gewesen seien. Sie haben sich so gut es ging entschuldigt, doch der König sagte, er habe beinahe die Prinzessin aus alter Zeit gehabt, wenn diese nicht in das Zimmer getreten wären. Da sie das aber getan hätten, jagte er sie hinaus und fort, und sie dürfen nicht eher zurückkehren,
bis sie nicht die Prinzessin aus alter Zeit gefunden hätten. Die beiden Prinzen machten sich also auf den Weg, wussten aber gar nicht, wohin sie sich wenden sollten. Sie hatten wohl lange alles gelernt, aber von der Prinzessin aus alter Zeit hatten sie nie etwas gehört. Spät am Abend kommen sie in eine Hütte und gehen in die Stube, um zu fragen, ob sie übernachten dürften. Drinnen aber war niemand. Auf dem Tisch brannte schwach bei fast gar keinem Fett ein Talglicht. Sie warteten eine Weile in der Hoffnung, es werde wohl jemand kommen, um Talg nachzufüllen. Es kam aber lange niemand. Nun sind sie übereingekommen, sich ins Bett zu legen, das da in der Stube lag. Gian legte sich auf die Innenseite und beginnt wacker zu schnarchen. Auf einmal öffnet sich die Tür und drei Mädchen kommen, eins nach dem anderen herein. Die letzte, die jüngste, sagt: »Guten Abend, Schwestern, was gibt es Neues?« Die älteste, die erste, sagt: »Prinz Gian und Prinz Gundi sind hier im Bett.« »Oh, was machen die denn?« fragt die Kleine darauf. »Das braucht ein Knirps wie du nicht zu wissen«, gibt die Älteste zur Antwort. »Doch du darfst mir das schon sagen«, drängt die Jüngste. »Ach, die gehen die Prinzessin aus alter Zeit zu suchen«, antwortete die Älteste. »Nun, wo ist denn diese?« fragt die Kleine. »Ein Knirps wie du braucht nicht alles wissen«, sagte die Älteste. »Doch, doch, bitte sag's mir«, wiederholt die Kleine. »Nun, die ist in einem weit fernen Schloss.« »Und was muss man tun, um zu ihr zu kommen?« fragt die Kleine. »Um zu ihr zu gelangen, muss man vor 11 Uhr nachts vor dem Schlosse sein. Dann öffnen sich alle Tore und bleiben bis 12 Uhr offen. In dieser Stunde kann man ohne Schwierigkeiten mit ihr aus dem Schloss herauskommen.« Nun sind alle drei Schwestern hinaus und fortgegangen. Prinz Gundi aber hatte nicht geschlafen und hat alles mit angehört. Am anderen Morgen stehen die beiden Prinzen frühzeitig auf und machen sich auf den Weg. Prinz Gundi ging einen guten Schritt voraus. Prinz Gian aber ärgerte sich und begehrte auf, dass man zu schnell gehe und doch nicht wisse, wohin. Und als es 11 Uhr zu schlagen begonnen hat, standen die Prinzen vor dem Schloss. Die Tore öffneten sich und sie gehen hinein und hinauf, nehmen die Prinzessin rasch aus dem Bett, legen ihr die Kleider erst draußen vor der äußeren Türe an und gehen dann zur Hütte zurück. Spät am Abend kommen sie dort an, gehen in die Stube und finden wieder nur das Talglicht, das ganz schwach brannte, aber niemand war da. Sie gehen zu Bett. Prinz Gian und die Prinzessin schlafen sofort ein. Prinz Gundi hingegen hat gedacht, er wolle wachen, um zu hören, was die Mädchen erzählen würden. Später sind sie gekommen, die Älteste voraus, die Jüngste als Letzte. Diese sagte wieder: »Guten Abend, Schwestern, was habt ihr Neues?« Die Älteste antwortete: »Prinz Gian und Prinz Gundi mit der Prinzessin aus alter Zeit sind im Bett und schlafen.« »So, so, haben sie sie denn bekommen können?« »Sie haben es offenbar alles gemacht, wie du es gesagt hattest. Was wird denn der König zu ihrem Vorhaben sagen?« »Ein Knirps wie du braucht nicht alles zu wissen«, ist die Antwort gewesen. »Aber doch, bitte sag es mir«, beschwört sie die Kleine. Nun sagt die Älteste: »Morgen, wenn die Prinzen ein Stück weit gekommen sind mit der Prinzessin,
so begegnen sie zwei Reitern des Königs. Dieser weiß schon längst, dass die Prinzen die Prinzessin bekommen haben. Diese Reiter bringen für die beiden Prinzen zwei prächtige Gewänder, die aber vergiftet sind. Wenn die Prinzen sie anziehen, dann sind sie verloren. Und um sich zu retten, müssen sie die Gewänder über den Kopf zurückwerfen. Und dann verschwinden diese, dass niemand mehr sie sieht. Wenn dies vorbei ist, so kommen die Prinzen mit der Prinzessin vor das Schloss des Königs. Dieser wird jedem der beiden Prinzen einen Becher mit gutem Wein darbieten. Der Wein aber enthält Gift. Die Prinzen müssen diese Becher samt dem Wein über den Kopf hinwegwerfen, und dann verschwinden die Becher, dass niemand mehr sieht. Es wird sich aber dann ein heftiger Wind mit einem solchen Gestank erheben, dass der König für immer verschwinden wird. Oh, und welcher heiratet dann die Prinzessin? Fragt die Jüngste. Das weiß jener, der sie heiraten will. In der ersten Nacht aber, da sie zusammenkommen, wird ein großer schwarzer Vogel durchs Fenster hineinfliegen. Dieser wird auf die Prinzessin fliegen und ihr einen festen Strich über die Stirn ziehen. Dann muss jemand mit einem Tuch das Mal abwischen, damit die Prinzessin schön und angenehm wird. Sonst wird sie böse werden, so dass niemand um sie her in Frieden leben kann. Nun ruft die Älteste, Prinz Gundi! Aber es kommt keine Antwort. Prinz Gundi, ruft sie zum zweiten und zum dritten Mal. Und da sagt der Prinz Gundi, was? Die Älteste sagt dann, du hast nicht geschlafen, du hast alles gehört. Geh und mach es so. Aber sage es keinem Menschen, sonst wirst du in Stein verwandelt. Und daraufhin gehen die Schwestern hinaus und fort. Am anderen Morgen stehen alle drei auf und gehen dem Schloss entgegen. Bald begegnete sie den beiden Reitern des Königs. Diese begrüßen sie sehr ergeben und sagen, der König habe schon mit Freude erfahren, dass sie die Prinzessin bekommen haben, und heiße sie hier mit diesen neuen Gewändern herzlich willkommen. Prinz Gian wollte das Seinige rasch anziehen, aber Prinz Gundi sagt, wir sind Brüder, gib mir das Deine und lass sehen, ob es das Gleiche ist wie das Meine. Und daraufhin wirft Prinz Gundi beide Gewänder über den Kopf zurück, so dass sie für immer verschwunden sind. Prinz Gian war damit nicht zufrieden und nannte den anderen einen Dummkopf. Doch nun reisen sie weiter und kommen sie vor das Schloss. Der König beglückwünscht sie aufs Schönste und bietet zwei mit Wein gefüllte Becher an. Prinz Gundi ergreift sie beide und wirft sie rasch über den Kopf zurück. Nun gibt es einen solchen Wind mit einem derartigen Gestank, dass der König, der nämlich ein Zauberer war, auf immer verschwunden ist. Die Prinzen gehen dann mit der Prinzessin ins Haus und bleiben einige Tage dort. Dann sagt Prinz Gian zu Prinz Gundi, er solle die Prinzessin heiraten, denn sie gehöre ihm. Er habe gewusst, wo sie sei und wie man es anstellen müsse, sie zu bekommen. Er, Prinz Gian, wusste ja von alledem nichts und hätte sie nie gefunden ohne ihn. Aber Prinz Gundi hat die Prinzessin dem Prinzen Gian gelassen. Die beiden haben dann eine prächtige Hochzeit gefeiert. Am Abend, bevor er die beiden zu Bett gehen ließ, hat sich Prinz Gundi
mit einem Lappen unterm Bett verborgen. Die beiden Hochzeiter sind schnell eingeschlafen. Da kommt, wie vorausgesagt, der schwarze Vogel und macht einen schrecklichen Strich über die Stirn der Prinzessin. Prinz Gundi wischt aber ganz sorgfältig den Strich weg. Wie er aber den Arm wegzieht, stößt er an den Prinzen Gion. Dieser erwacht und sagt erzürnt zum Prinzen Gundi: Ich habe dir freiwillig die Prinzessin überlassen wollen und du hast sie nicht gewollt. Nun kannst du sie schon in der ersten Nacht nicht in Ruhe lassen. Zum Lohn bist du zum Tode verurteilt. Prinz Gundi antwortete nichts, als: Ich habe doch alles nur zu deinem Besten getan. Doch das konnte Prinz Gion nicht verstehen. Der festgesetzte Tag war gekommen. Droben in einem abgeschlossenen Raum des Schlosses sollte Prinz Gundi hingerichtet werden. Da erzählte Gundi des Langen und Breiten alles, was er von den drei Schwestern in der Hütte erfahren hatte. Aber kaum war er mit dem Erzählen fertig, wurde er zu Stein. Nun hat der Prinz gewusst, wie die Sache stand, aber es war zu spät. Prinz Gundi war eben zu Stein geworden. Nach einiger Zeit gebar die Prinzessin zwei Prinzen. Das war eine große Freude für die Eltern. Aber jener Stein, den sie immer vor Augen hatten, stimmte sie immer traurig. Das sagte Prinz Gian eines Tages zu seiner Frau: Ich hätte Lust, zu jener Hütte zu gehen, um zu sehen, ob jene drei Schwestern nicht ein Mittel wüssten, um aus diesem Stein wieder den Prinzen Gundi zu machen. Mich plagt gar arg mein Gewissen. Die Prinzessin ist damit einverstanden gewesen und er ist gegangen. Er hat wieder das gleiche Licht gefunden und hat sich dann ins Bett gelegt. Bald kommen die Schwestern und die Jüngste sagt: Guten Abend, und fragt wieder nach dem Neuesten. Da sagt die Älteste: Prinz Gion sei da im Bett und möchte ein Mittel wissen, um aus dem Stein wieder den Prinzen Gundi zu machen. So, so, antwortet die Kleine, hat Prinz Gundi offenbar das, was du gesagt hast, ausgeplaudert. Wie könnte man das denn machen? Gibt es ein solch Mittel, ihn zurückzuverwandeln? Ja, antwortete die Älteste, wenn's Prinz Gion seine zwei Kinder nehme und sie opferte und das Blut über den Stein fließen ließe, so käme Prinz Gundi wieder zum Vorschein. Die Schwestern verschwinden wieder. Prinz Gion lag im Bett und dachte, das könnte er wirklich nicht, seine eigenen Kinder töten, um Gundi zu erlösen. Er geht nach Hause und erzählt alles seiner Frau und setzt dann hinzu, dieses Mittel könnte man nicht anwenden. Die Frau aber meint, sie seien verpflichtet, Gundi zu erlösen, denn er habe ihnen viel Gutes getan und sie zusammengeführt. Kurz und gut, sie kommen doch überein, ihre Kinder zu opfern und das Blut über den Stein tropfen zu lassen. Und auf einmal hat Gundi sich die Augen gerieben und ist wieder lebendig geworden. Er hat gleich gemerkt, dass zwischen dem Prinzen und der Prinzessin etwas nicht in Ordnung war, und sie traurig dreinschauten, und er fragt, was denn fehle. Die beiden sagen dann, sie hätten ihre Kinder töten müssen, um ihn wieder ins Leben zurückzurufen. Daraufhin ist Prinz Gundi zu jenen Schwestern gegangen, um zu sehen, wie man die Kinder wieder lebendig machen könne. Er legte sich wieder ins Bett und bald kommen sie.
Die Älteste sagt wieder, um die Neugierde der Jüngsten zu befriedigen, Prinz Gundi sei im Bett. Er wolle ein Mittel erfahren, um die Kinder wieder lebendig zu machen. Oh, wie könnten Sie das denn machen? Fragt wieder die Kleine. Ach, das ist schon möglich, sagte die Älteste. Man muss nur die Schnitte zusammennähen, wo man die Kinder getötet hat, und zwar mit einem seidenen Faden, und dann hinausgehen zu einem bestimmten Felsen und dort Wasser auf die Naht träufeln. Nun ruft die Älteste den Prinzen dreimal beim Namen, und beim dritten Mal fragt dieser wieder, was sie wolle. Nun, sagt sie, wir haben dir viel Gutes erwiesen. Dafür kannst du auch etwas für uns tun und uns erlösen. Gundi bot sich an, sein Möglichstes zu tun. Darauf sagte die Älteste, wir sind drei Seelen. Um uns zu erlösen, musst du etwas tun, das dir Schauder und Angst macht. Möglich aber ist es. An diesem Abend und diesem Abend kommst du hierher in diese Hütte. Dann wirst du dein Licht hier finden und kein Bett. In der Mitte des Zimmers aber steht ein Stuhl. Auf diesen musst du dich setzen. Dann wird eine große Schlange hereinkommen, die dich anfallen will. Du musst spähen, um ihr einen Kuss auf die Zunge zu drücken, und dann wirst du ein schönes Mädchen neben dir haben. Bald kommt aber eine andere Schlange zur Tür herein, noch größer und schrecklicher. Die wird versuchen, um dich herumzugehen und dich anzuspringen. Auch dieser musst du einen Kuss auf die Zunge geben. Dann hast du das zweite schöne Mädchen neben dir. Und endlich wird die dritte Schlange hereinkommen. Eine große, böse und hässliche. Aber auch die musst du auf die Zunge küssen. Und dann hast du drei Mädchen neben dir. Uns drei Schwestern nämlich. Du nimmst dann alle drei mit auf das Schloss. Heiraten kannst du welche von den dreien du möchtest, aber die beiden anderen musst du auch im Schloss leben lassen. Dann sind die Schwestern hinaus und fortgegangen. Gundi geht nach Hause und macht erst die Kinder wieder lebendig, war aber immer ganz traurig. Mit Grauen dachte er nämlich an die Schlangen. Schließlich kam der festgesetzte Tag. Er nimmt Abschied vom Prinzen Gion, der Prinzessin und ihren Kindern, indem er sagt, er wisse nicht, ob er jemals zurückkehre oder nicht. Er müsse etwas so Schreckliches durchmachen. Und in der Hütte findet er nichts außer dem Stuhl und dem Licht. Darauf setzt er sich auf den Stuhl. Langsam kommt es trick-track die Stiege herunter. Die Tür geht auf und eine große Schlange kommt mit herein mit ausgestreckter Zunge und geht um ihn herum. Da geschieht es, dass die Schlange gerade auf seiner Höhe steht. Und schnell drückt er einen Kuss auf ihre Zunge und ein schönes Mädchen steht neben ihm. Mit noch größerem Geräusch kommt die zweite Schlange herein. Aber auch diese hat ihren Kuss bekommen, wenn auch von Seiten Gundis mit Angst und Schauder. Nun war das zweite Mädchen da. Die dritte Schlange aber war so groß, dass sie beim Herunterkommen aus dem oberen Stockwerk Stufen der Treppe herausbrach. Als Gundi diese mit noch viel schrecklicheren und gierigen Augen als jene um ihn herumgehen sah, da ist er in Ohnmacht gefallen. Aber zum Glück ist er mit seinem Mund hinunter auf die Zunge der Schlange gefallen.
so, dass der Kuss gegeben war. Nun standen alle drei Mädchen neben ihm. Er ging mit ihnen aufs Schloss und überlegt, welche er heiraten soll. Die mittlere wollte er nicht, die hatte ja auch nie etwas gesagt. Die ältere schon hatte viel gesagt. Aber wenn nicht die Jüngste alles aus ihr herausgeholt hätte, würde sie nichts gesagt haben. Und darum hat er die Jüngste geheiratet und hat die beiden anderen bei sich im Schloss wohnen lassen. Es gab eine große, schöne Hochzeit. Jetzt, liebe Märchenfans, freut euch auf das nächste Märchen. Jeden Samstag um diese Zeit etwa.